gibt es fast keine Anspielmöglichkeit. Der Götze-Konter. Núñez. Und jetzt Tor zum 2:0. Ein Tor, das die Meisterschaft bedeuten kann. Und der Torschütze liegt ganz zu unters. Das 2:0 in der 58. Spielminute. Sogar Bohrer läuft über den Platz und liegt jetzt hinter dem anderen Tor. Christoph Spiecher heute zu Beginn der Partie nicht einmal im Mittelfeld, sondern in der Abwehr eingesetzt, schießt das 2:0, von dem es vielleicht einst heißen wird, dass es die Meisterschaft entschieden haben wird. Christoph Spiecher, 25-jährig, von Luzern gekommen in seiner zweiten Saison mit Götze. Beim letzten